choice, go fight against your fate. Alter, ich habe mich hier gerade in Honkai Star Rail eingeloggt und man hatte hier so eine Mail, ne, wo man hier irgendwie Nachrichten von dem Spiel und so bekommen kann und so, ne. Einige davon sind hier so limitierte Sachen und so was, ne, wenn man hier nach auf der Seite von HoYo Lab geht und all so was, ne. Web Events und was weiß ich nicht alles, hier ist eine Umfrage und weil ich habe gerade in der Mail hier ein einjähriges Jubiläums Geschenk bekommen von dem Spiel. Ja, weiß nicht, ob ich das bekommen habe, weil ich ein Jahr lang hier gespielt habe. Ich habe irgendwie letztens ein Archiv mitbekommen, dass ich irgendwie 365 Tage gespielt habe von diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob das damit irgendwie zusammenhängt oder ob das mit dem einjährigen Jubiläum zu tun hat, ne? Aber ich habe jetzt hier mal eiskalt 1600 Stellare Jade bekommen. Also die, das zeigt, dass man ja braucht, um die Gacha zu spielen, ne? 1600, das ist genau eine 10er Gacha Pull, ne? Und 10 Treibstoffe, was sozusagen hier dafür da ist, hier diese ganzen täglichen Sachen zu machen, ne? Also hier Artefakte farben oder Relikte oder was weiß ich nicht alles, ne? Ich tue immer verwechseln mit Genshin. Und ja, nur mal wieder so ein weiterer Beweis, wie awesome dieses Spiel ist, ne? Ja, gib mir das mal, 1600. Und jetzt sitze ich hier auf meinen 25.000 Dingern. Ich habe noch keinen Cent in diesem Spiel reingepackt übrigens, ne? Ich wollte heute eigentlich aufnehmen, aber jetzt wo ich sehe, ich habe hier weil nicht wieder ein bisschen Treibstoff und ich kann wieder hier so tägliche Sachen machen, ne? Ich glaube nicht, dass ich heute, weil nicht, da kann ich irgendwie nutzen, um Acheron weiter auszubauen. Deswegen, ja, weiß nicht. Das Spiel ist so krass, ne? Wenn ich das hier mit Genshin vergleiche, ich sitze gerade auf 9000, auf 9000, ne? Und ich tue sogar Geld für das Spiel ausgeben. Hier habe ich noch keinen einzigen Cent reingebaut und ich sitze auf 25.000 und ich habe mehr als die Hälfte der Charaktere in diesem Spiel. Alter, es ist nur eine Frage Zeit, bis dieses Spiel hier Genshin Impact einholt. Ich sage es euch jetzt schon, ne? So, da wollte ich einfach nur zeigen, das wird hier vor der nächsten Aufnahme noch abgespielt. Also ja, wollte ich nur mal zeigen, ne? Also danke, ciao. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Bonk. Hier ein Würfel. In Gesicht. Ins Gesicht. Ich dachte den eigentlich hier so außerhalb werfen, aber nein, alles klar. Ja, wir sind hier wieder immer noch in der Story von hier Aventurin und tun ja mal so ein bisschen weiterspielen. Hier musste ich hier nicht. Hab schon die ganze Zeit überlegt, wo muss ich eigentlich hier hin, ne? Aber dann habe ich meinen Weg wieder gefunden innerhalb von einer Sekunde, ausgezeichnet. Und ja, sind wieder ein paar Tage gefangen seit der letzten Aufnahme. Dementsprechend bin ich wieder so ein bisschen draußen. Vielleicht, ich glaube, hier war ich noch nicht drinnen, ne? Ich habe gesehen, dass da irgendwie so ein großer Raum ist, aber ich bin da nicht hingegangen, ne? Deswegen kommen wir ja mal jetzt da rein. Und ja, wir schauen uns hier noch so ein bisschen um, ne? Wir müssen Sonntag hier Robins Bruder hier treffen. So wie ich da verstanden habe, ne? In der Ratskammer. Ich meine, steht da, ne? Und ja. Das machen wir noch mal, ne? Cool. Ich muss mal kurz hier was checken. Da oben ist das genau. Nichts Besonderes. Und ja. Machen wir hier weiter, ne? Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Zum Beispiel diese Truhe. Ich habe, wenn ich das nicht vergesse, hier diese 2 Minuten noch dran gehängt, wo ich hier mal gezeigt habe, so hey, hör mal, Honkai Star Rail hat uns hier mal eine E-Mail gegeben, dafür hat das Spiel ein Jahr lang draußen ist. Und ja, da lag nicht daran, weil ich seit einem Jahr irgendwie das Spiel am Spielen will, sondern das hat irgendwie wirklich was mit dem einjährigen Jubiläum zu tun. Ich dachte, er wäre irgendwie so in Verbindung, weil ich habe irgendwie, ich glaube, einen Tag vorher oder so habe ich irgendwie so ein Archiv mitbekommen, dass ich irgendwie 365 Tage dieses Spiel gespielt habe. Ich dachte, deswegen wäre das irgendwie so in Verbindung damit, aber nee. War wegen dem Jubiläum. Ich nehme an, jeder hat die bekommen, ne? So. Gibt es da irgendwo so eine Dingens zu aktivieren, so eine Brücke? Wo ich mich da als erstes hingehen?
zum Beispiel da, genau, dann komme ich wieder da zurück, perfekt. Da ist ein Vogel. Ich höre einen Vogel irgendwo. Ja. Ich zieh. Und ja, weil ich halt diese Mail bekommen habe. Hey, es gibt kein besseres Gefühl, auf einem hohen Gipfel zu stehen. Piep. Möchtest du auch den höchsten Gipfel der Morgentauhütte erklimmen? Ich glaube, ich höre etwas. Hey, großzügig wie ich bin, lasse ich dich mal mit diesen tollen Aussicht allein. Du musst mir nicht danken, Piep. Auf Wiedersehen, mach's gut. Ich mache mich auf die Suche nach meinem nächsten Gipfel. Piep. Und ja, weil ich halt irgendwie so viele Belohnungen bekommen habe hier, dafür, dass ich diese Mail bekommen habe, habe ich noch so viel Treibstoff bekommen. Treibstoff ist sozusagen hier sieht man das nicht. Das ist hier oben, das Dingen. Das ist sozusagen das Zeug, was man hier braucht, um irgendwie tägliche Sachen zu machen, ne? Hier so diese Erfahrungspunkte Dinger zu sammeln und so, ne? Also damit man überhaupt spielen kann, ne? So, das ist sozusagen die Energie, das Harz von Genshin Impact, ne? Und ja, das hat mir noch so ein bisschen erlaubt, ein bisschen weiter Acheron hoch zu leveln, welche ich hier relativ hoch gelevelt habe. Ich habe jetzt hier ein halbwegs anständiges Set, glaube ich. Es ist noch Verbesserungs, da ist noch Zeug zum Verbessern da. Und ja, also nicht das allerbeste, was ich hier kriegen konnte, hier von den beiden Sachen. Irgendwie ist auch gerade so ein Event am Laufen, dass du irgendwie dreimal so viele Relikte bekommst von den Dingern. Da mache ich natürlich dann auch noch, ne? Wo ist es? Ist jetzt irgendwo da unten, ne? Wo ist es? Reicht ja auch, ja, hier. Dreifache Belohnung, ja. Da kann man dreimal pro Tag machen, dann kriegt man dreifache Belohnung von den Dingern. Mache ich natürlich auch. Aber im Moment sieht das hier so, weiß nicht, maximal aus, was ich habe. So, hier ein Lichtkegel habe ich hochgelevelt. Leider kriege ich den Bonus nicht. Hier 24% mehr Angriffskraft. Weil ich nicht Effektreferat von 80% habe. Da wollten die Relikte nicht mitspielen. Ich habe irgendwie mit 63 oder so, glaube ich, ne? Ich habe genau 63. Nun ja, hier habe ich auch schon alles fertig. Sie muss eigentlich noch leveln, ne? Komplett hoch und dann sind wir fertig mit ihr, so halbwegs. Also ja, sie wird, glaube ich, im Vergleich zum letzten Part noch sehr viel mächtiger jetzt sein. Man sieht ja einige Leute hier so direkt nacheinander die Videos anschauen. Also da wird schon ein Unterschied sein. So. Wie will ich hin? Da ist. Ne, da war nicht. Ich dachte, da wäre. Oder ist das da oben? Da oben ist das Puzzlestück? Nee, ne? Ich sehe das hier irgendwo auf der Karte, oder? Ne, nicht. Irgendwie nicht. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Was hier mit nichts? Wie komme ich da ein? Wo gehen wir nicht auf den Nerven? Wo gehen wir nicht auf den Nerven? Muss ich näher hin, Mann? Oh, da kann man gar nicht rüber. Oh. Okay, wir haben schon genug erkämpft. Ich will mal hier weiterkommen, ne? Also können wir mal lassen, danke. War ich hier schon? Ne, da war ich noch nicht. Ich brauche wahrscheinlich zwei, ne? Also lass mich mal kurz zurückgehen und mir eine Ladung holen. Von Age of Empires. Man, glaube ich, einen Soldaten oder so herstellt. So, oh nein, da ist voll der schwierige Kampf. Was mache ich dagegen? Warte mal, waren die gerade Level 92? Willst du mich auf den. Also höher als was ich hier überhaupt sein kann in dem Spiel. Ich kann nur Level 80 sein. Oh, perfekt. Stirb. Oh, das ist so gut, ne? Um Zeit zu sparen. Ganz einfach die. Boah, was ist denn jetzt schon wieder? Boah. Warum macht mein Aufnahmeding das immer? Hey. Das ist doch voll nervig. Das ist immer nur so eine Sekunde. Ich weiß nicht wieso. Oh, ja, mal das eine Minispiel da. Mit dem Halo. Ich wollte schon sagen, die sehen auch aus wie diese Dinger hier, die man für den braucht.
Hier schon so eine Kiste, sehe ich gerade. Alles klar. Kann ich aber machen? Ja. Ich dachte, weil ich als so so. Gesperrte Waffe. Nein, er hat eine Waffe. Ja, da ist ein Vogel. Ich habe einen Vogel. Irgendwie ist das nicht so schwierig. Ich muss einfach nur durchrennen. Ich kann einfach noch vorbei. Er sieht mich noch nicht mal. Was ist das? Nachdem man nur den Hanu-Raketenwaffe hält, sind Stones Schergen geliefert. Ziel auf Gegner und drücke dann die Angriffstaste, um Hanus Raketen einzusetzen. Ein einzigen Schuss mehrere Gegner trifft, lassen sich einmal große Menge Munition fallen lassen. Okay, cool. Ich kann mich jetzt verteidigen. Ja, allein zu Hause. Blut aus den Steinen raus. Oh, hier, stell dich mal da ein. Oh, stell dich mal da ein. Ich will nicht darauf ziehen, ich will. Ich habe keine. Was? Also ich muss erstmal. Boah. Ich dachte, ich hatte ihn schon, als ich die erledigt hatte. Oh mein Gott. Okay, ich wollte schon sagen, tut das hier so. Ah, okay. Wenn du mit Hanus Raketenwerfer, ja, kannst du. Ich habe es gerade gemerkt, danke. Bang Bong, Dosch. Da hätte ich gerade noch drei Leute erledigen können, aber was soll's. Also cool, jetzt kann der Typ sich ja nicht verteidigen, jawohl. Ich benutze die Technologie jetzt. Also sieht verdächtig aus. Warum ist hier so eine. Ich hätte gedacht. So, ich kriege die ganze Zeit diese Dinge hier. Mist. Er geht nicht für so ein Hanus und wollte einen von Stones erbeuten Schatz und das limitierte Geschichtsbuch von Hanus Abenteuer. Ausgezeichnet. Grunz. Grunz selbstbewusst. So, will noch jemand schnuppern? Aber warte mal, einen kann ich auch noch erlegen. Auf der anderen Seite. Frisch Staub, du dreckiges Viech. Oh mein Gott, er hat eine Rakete. Was machen wir jetzt? Dann hast du dem nicht auf Fernseher. Ah. War ja fertig da. So. Wofür habe ich die beiden Dinger jetzt bekommen, ja? Allein zu Ort. Besiege in einer einzelnen Aktion in Hanus Abenteuer und drei von Stones Handlangern. Besiege nach der Verwandlung in Hanus zum ersten Mal einen Handlanger von Stones Hanu-Raketen. Alles klar. Zwei fliegen mit einer Klatsche. So, ich glaube, ich habe irgendwie so was gehört, dass Robin hier in der nächsten Gacha vorkommt. Entweder Robin oder hier der Kollege namens Butil. Mich ja aussieht wie hier Alecchino von Genshin Impact. Nur halt Mann. Nur halt als Mann. Ja, schon wieder so ein Ding. Boah, der Freck. Ich brauche ich doch nicht mal für das Ding. So, was ist das? Hallo? Wo ist das? Ich glaube, ich bin hier schon zu früh da. Da ist denn das letzte Puzzlestück hier? Ich suche ja noch ein Puzzlestück. Wo ist denn das letzte Mann?
Noch zwei, oder? Boah. Weiß ich, wo der zweite ist. Hab ich das schon eingesammelt? Was? Boah. Ich kann nicht schwören, dass ich schon eins eingesammelt hatte. Na, spielen wir mal ihn. Ist ja seine Story hier gerade. So, und da ist jetzt das Ding. So. Weiß nicht, was damit auf sich hat. Aber werden wir schon herausfinden, ne? Ja, hier sie. Sie ist Robin, ne? Also die Dame, die gestorben ist. Sie ist, glaube ich, in der nächsten Gacha der Charakter, ne? Glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nur, was sie irgendwann kommt. Und, ich nehme an Firefly auch irgendwann. Ah! Also Glühwürmchen, ne? Ich glaube, ich auch irgendwie gehört, soll irgendwann kommen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich habe nur gesehen, Robin und Bootle kommen irgendwie. Irgendwann. Bei Robin bin ich sowas von am Start, da kannst du mal glauben. Weil ich finde, sie ist voll hübsch. Und darauf basiere ich meine Waifus, okay? Die Charaktere, die ich nicht pulle, okay? Und bis jetzt hat das in diesem Spiel funktioniert. Ich habe bis jetzt jeden Charakter, den ich absolut haben wollte, irgendwie bekommen bisher. Ohne Ausnahme bisher. Außer Rune May, aber dann habe ich ja Story gespielt und weil mir ist recht unsympathisch. Da war ich doch irgendwie froh, dass ich sie dann doch nicht bekommen habe. ハナシオする前に3でに自分の価値を証明しなければ。あ、キャンプフレームを通る。僕の認識が間違っていなければ、この広間で扉を開けるための方法を見つける必要。もう、ざめね、ちょっと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 、ちょっ
Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Ich nehme an, wir müssen jetzt weitermachen, ne? Und irgendwas da machen. Ich glaube schon wieder mit dir rum. Daneben. Jetzt bin ich wortwörtlich. Boah, jetzt bin ich ein bisschen zu früh eingegangen. Ja, gibt's nicht. So, ehrlich. Ha. Boah. Da bin ich doch gerade hingegangen, Mann. Hier komme ich noch mal dahin. Oh Gott. Ayo, wie geht's deiner Schwester? Nein. Gott. Hier ist falsch. Verdammt. Ach man, nur warten, noch mal wart hier. Ich war doch schon da oben, Mann. Da oben ist das, ne? Da ist das. Da, also muss ich dahin. Da komme ich hier hin. Also muss ich da lang. Meine Güte. Soinks aus dem Weg. Jetzt komme ich und so. So. Auch da. Und Boyakasha. Gibt's nicht. こんな小物のことまで So, dann rein damit. Glühwas Bogen in Schlitz stecken. Ja, auf der linken Seite. Nämlich dann so eine Quest in einem Original in Final Fantasy 7. Da gab es so einen Midgar. Oh, hier ist er. Pfff. Im Original in Final Fantasy 7, da gab es so einen Midgar. So eine Attrappe von Midgar, die man irgendwie wieder zusammenbauen musste, wenn man im Shinra-Gebäude ist. Oh, kann ich mich jetzt da umbewegen? Nice. まさか箱庭の中に入ってこんなに小さくなるなんて。いっそのこと、このまま出るのはどうかな。隙を見て僕をサンデーの服の中に入れるんだ。そうやってファミリーの内部に潜入して。うん。あれ、じょうだんだって。とにかく扉を開ける方法を探そう。 Ei. Ist da gerade jemand rumgelaufen? Der ist kaputt. Okay, cool. So, hier sind schon wieder Gegner. Da ist eine Truhe. Gib mir die Truhe. Ich hätte gedacht, da wäre ein Vogel oder so. Wow. So, hier sind verdächtig viele Gegner. Zack. Hier sind verdächtig viele Gegner gewesen, deswegen.
Was ist denn hier los? Die Leute hier sind kaputt. Da läuft schon wieder einer gegen. Boah. Muss ich ein Foto von machen. mit meinem Thumbnail, keine Ahnung. So, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wird da meine UID angezeigt, wenn ich das mache? Ja. So, da habe ich kurz umgeschaltet. Mal kurz gucken. Da, ups, da. Nee, kann ich ja gar nicht mehr zeigen jetzt. Boah. Ja, keine Ahnung. Warte mal, lass mich noch mal ein Foto machen. Aber diesmal richtig. Muss mal hier kurz was. Muss mal hier kurz einige Sachen, weiß nicht. So viel Zeit muss da. So, wie kann ich die Dinger hier wegmachen? Da. Ja, was sind die denn da draußen am Schein? Da. Nein, du sollst kein Foto machen, du sollst. Boah. Na, jetzt konnte ich, bin gleich wieder da. Da. Da habe ich auch ein Foto von gemacht, genau. Meine Heil da was. Genau, ich habe noch hier ein Foto gemacht von so einer Quest, die ich mal offscreen gemacht habe. Ich habe irgendwie so eine Nebenquest irgendwie noch in den letzten Tagen gemacht und why are you running around for this little thing? This is the throne that you built with your own hands. It belongs to you and whoever may sit on it should be decided by you and you alone. Ja, da war dieses komische Ding, das irgendwie wollte, dass ich irgendwie, ich habe da so ein paar Kisten irgendwie so gefunden und da hat mich irgendwie so ein Ding ja so angesprochen, so ey, hör mal, ich will einen Thron bauen und da sollte ich irgendwie so eine Toilette irgendwie da drauf stellen und ja, und einen Thron für das Ding bauen und ja, danach hatte ich irgendwie so die Wahl, so, ich konnte mich selber drauf setzen oder ich konnte ihn da drauf sitzen lassen, ne? Ich habe natürlich mich entschieden, mich selber drauf zu setzen, ne? You sit in the throne which belongs to you, but the fragile empty boxes cannot take the weight and they begin to shake. Also ja. Also die Quest, das Spiel hat einen geilen Humor. Also, er hat so einen kleinen Meme-Humor irgendwie, so ein Trash-Humor, glaube ich. Wortwörtlich, also ja, es geht um Mülltonnen. Ne? Habt ihr diese eine Cutscene gesehen mit Sampo und den riesen Mülltonnen? Ja, das Spiel ist wortwörtlich Müll. Ach, was für eine traurige, wo ich doch bin. Meine Melancholie raubt mir die Kraft. Ich brauche schon einmal Energie, um nur meine Zeiger zu bewegen. Manche Traumuhren, was? Oh verdammt, ich habe noch Auto Dings. Ja, was soll's hier? Ja, ich mache da ein Rätsel. Das ist wie so ein Cuphead Charakter, diese Uhr. Ah, wie mache ich das? Glaube so, ne? Ja, irgendwie so, glaube ich. Ja. Hey, geh da rüber. Ah, okay. Wollte sagen. Das sah irgendwie richtig aus. Yay. Wecken. Blablabla, interessiert mich nicht. Ich habe schon deinen ersten Satz. Gerade nicht. Ich habe deinen ersten Text schon gerade nicht gelesen. Also bringt das jetzt nichts, den zweiten auch noch zu lesen. Ich dachte, wir wären irgendwie so ein Vogel oder so, ne? Weil hier so viele Gegner waren, aber ne. Diese Rätsel sollte ich eigentlich auf Screen machen. Was habe ich eigentlich gerade schon wieder bekommen hier? Dass ich hier Fuß gesetzt habe zum ersten Mal. Ja. Pavillon des Morgentaus. Zum ersten Mal betreten. Ja, ne, hier war doch dieser Vogel.
Gott. Attack on Dr. Ratio. Wir sind am T-Punkt. Boah. Eine Mülltonne. Wenn mein Hauptcharakter jetzt hier umlaufen will, dann würde ich sofort inspizieren. Es gab wortwörtlich irgendwie so eine. Es gab wortwörtlich so eine. Auf den Schneeplaneten, den man ja hier der erste Planet, den man betritt, da gab es wortwörtlich irgendwie, war nicht so eine versteckte Quest, wo man mit jeder Mülltonne interagieren musste. Und jedes Mal, wenn du mit einer neuen Mülltonne interagiert hast, kam irgendwie noch ein geilerer Text als zuvor immer. Da kommen halt diese ganzen Memes irgendwie, dass irgendwie der Hauptcharakter irgendwie versessen ist auf Schrott oder so, ne? Und auf Mülltonnen. Ja, der Hauptcharakter wird immer irgendwie so, aus irgendeinem Grund wird die weibliche Version des Hauptcharakters immer irgendwie so dargestellt, also jemand, der die ganze Zeit im Müll am rumwühlen ist und irgendwie voll irgendwie geil auf Müll ist, oder auf Mülltonnen. Nur mal so den Humor hier zusammenzufassen von dem Spiel. Ja, wo finde ich diesen Vogel? Wo war der? Da ist er. Was hat der? Nee. Ist schon ausgezogen. Annie, are you walking? Annie, are you walking? Are you walking, Annie? Da, wo ist der große Vogel? Der war in der Nähe von den anderen Vögeln. Da weiß ich noch. So, kann ich ja Roulette spielen? Nein, Slot Machine, meine ich. Warum T-Post du? Erzähl mir was über diese Führung. Einmal dagegen treten. Ich habe es kaputt gemacht. Nochmal dagegen treten. Mit einem Schrei bricht der Soldat zusammen. Er hat nicht mal Zeit, um eine 5 Sterne, um nach einer 5 Sterne Bewertung zu bitten. ich glaube, da ist der Vogel. Das Ding ist abgeschossen. Der Neustart könnte etwas dauern. Darum ist der Vogel. Ne? Wie komme ich da hin? Komme ich daran? Gar nicht. Aber ich habe ihn schon mal gefunden. Na, ist doch mal, ne? So, jetzt weiß ich jetzt. So oder so, ich komme nicht an den ran. Ich weiß nicht, dass der einfach gesagt hat. Ah! Ja, Gacha in einem Gacha-Game. Ja. Doch, kannst du mal den Vogel da rausziehen? Wie ist denn er rangekommen? Er ist doch voll weit weg. Miniaturmokeo, Pinakoni Kyojin?
Was ist das da hinten? Was ist denn hier los? Ja, Freund, ich brauche eine 5-Sterne-Bewertung. Für den Service, aber natürlich. Nein, deren Fahrt wurde abgebrochen. Sie sehen eine Szene aus, das große Krabbeln, wo so ein riesiges Blatt irgendwie in dem Weg von allen Leuten gefallen ist. Ich bin blöd. Wo ist die Straße? Wo ist die Straße? Okay, Ratio, kannst du mal kurz daran ziehen, wenn du schon mal hier bist? Warum kann ich das nicht, wenn ich groß und stark bin, daran ziehen? Also irgendwie muss ich da hochgehen, ne? Mein ganz seine Schuhe, ne? Klingt halt nur irgendwie so. Sehr freut, ich bin ein ganz mieser Soldat. Du steckst in einem Gulli. So. Das ist das Puzzleteil. Boah. Von Gegnern entdeckt. Welche Gegner? Boom. Diese Gegner, die sind tot. Ich habe sie getötet. Es sind keine Gegner mehr. Es waren mal Gegner. Oh, ah, so komme ich da hoch, alles klar. Für ein Flipper-Automat. Da, wie hat der wird schon von da aus da das Ding gezogen, gedreht. So dämlich hier. Yappari. ここにあるのはピンボールマシンの台座だけで、中は空っぽだ。教授、また君の知恵を借りたい。大声で叫ばなくても聞こえてる。ピンボールマシンの模型はアーチのように広間のどこかに置いてあるはずだ。待っていろ、すぐに戻る。うん、ストライクチェン。 Oh. Ich spiele mal als Dr. Ratio. So. Warum habe ich Hertha, Clara und was ist diese Teamzusammensetzung? Was ist diese Teamzusammensetzung? Ich glaube, das ist, der ersetzt irgendwie den Platz von einem meiner anderen Teams. Oder ist irgendwie so ein Team, das ich irgendwie das ist eigentlich ein Team, das ich hier normalerweise für Grinden benutze, glaube ich. Mit Herthas Folgeangriffen und so, ne? Ja, das war ein Team, ne? Ja. So, und ja, er kämpft mit dem Buch, ne? Können wir mal ihn in Action sehen, ne? Kann ich ihn hier irgendwo sehen? Nee, ne. Mein cooles Detail, aber. Ne. Sehe niemanden. Gedreh. Okay. Oh, waren wir hier schon? Ich glaube nicht, ne? Warum tun die sich denn so hektisch öffnen, die Dinger? Koreda. Tanoshi Hitori no Jigan to Yunoa. Atto Yumani Sigisatte Shimau Monodana. Noch irgendwas hier? Ich hätte vielleicht noch ein oder zwei Kämpfe gemacht. Mit ihm. Einfach nur so zu zeigen, was er so drauf hat, ne? Was soll's. Das mal in das Sandgebilde stellen. Shingeki no Ratio.
So. Ach ja, das Ding, genau. Ganz vergessen, da gab es ja auch noch. Ja. Wo muss ich denn hin? Nicht da hin, ne? Nee. Da. Mich dann nach da oben rechts. Dahin. Oh, was? Also da ist nur eins. So. Bing Bong. オッケー。君も中に入って見てみた方がいい。本当に壮観だから。今なら僕を一ひねりにできるだろうね。君が同意するなら今すぐ実行に移しても構わないな。So, hier muss irgendwo der Pol jetzt sein. Ja, das ist der Puzzleteil. So, wo ist der Dingens hier? War er nicht hier? Gut. So, oh. Da ist wieder was zum Abschießen. Lass mich mal kurz den Fernkampfcharakter nehmen. Dafür gibt es immer ein Achievement, wenn man die erledigt. So, nehmen wir Topaz. Was? Warte mal, sie arbeitet doch mit ihm, oder? Are? Ja. Weil wenn man bestimmte Charaktere mal im Team platziert, sie erreicht uns nicht. What? Ja, aber Aufzeichnung von Traumstadt. Weil sie arbeitet ja zusammen mit ihm. Ne? Ich soll like sie dann eigentlich mitnehmen, ne? Und die arbeiten beide irgendwie für die IFK, ne? Jetzt mal, wenn man irgendwie bestimmte Charaktere. Okay, ich weiß nicht, an wen das gerichtet war. Ich nehme an, auch an ihn. Ja, bestimmte Charaktere ins Team reinpackt. Wenn andere Charaktere schon da drin sind, dann gibt es immer so spezielle Dialoge. Hochspringen. Das Ärgerlichste am dummen Vögel ist, dass man ihnen nichts erklären kann. Beep. Wir fanden einander schon immer langweilig. Es ist nur, dass ihre Dummheit sich wie eine Krankheit in Traumstadt ausbreitet. Traumstadt braucht einen Vogel, der sich dagegen auflehnt, Wissen verbreitet und diese hartnäckige Krankheit besiegt. Ganz genau. Und ich werde derjenige sein, der das tut. Ich bin der Wahrheitsvogel. Beep. Höre ich hier irgendwo Vogelgesang? Komm und folg mir. Komm und folge mir in die Fußstapfen der Weisheit. Der Pfad zu Verständnis der Wahrheit, die wir suchen, ist lang. Piep, wenn dein Verstand noch nicht geöffnet wurde, dann komm und besuch mich am großen Baum. So, wo ist das ganz große Ding jetzt? Muss er auch irgendwo hier sein, ne? Oder muss hier noch mal höher? Da, ne? Ist er nicht hier? Bin ich nicht auf dem Gebäude? Irgendwie gegenüberliegend hier, ne? Oder? Ja, ich weiß es nicht mal. Aber da kann man ja noch mal hoch. Stand gerade eine. Ich gerade erst gesehen. So. Du. Mal drehen. Aber hier gibt es zwei Orte, wo ich hingehen kann, sehe ich gerade. Ja. Lass erst mal da eingehen. Haha. Oh, nice. Oh, den werde ich nicht erledigen können, leider. Mit Archrons Dingen. Den muss ich auf altmodische Weise erledigen. So.
Zeit für ein Glücksspiel. Ja. Nice. Boah. Ja, sie ist jetzt, glaube ich, ein bisschen stärker als vorher. Ja, also mit dem Schild werden wir ja nicht so schnell drauf gehen. Ja. Nur ein paar Fertigkeitspunkte. Bonk. So, jetzt können wir ihre Ultimate einsetzen. Zack. Dann mal zack. Und zack. Guck mal, wie viel Schaden sie macht, ey. 150.000 Schaden, Mann. Da hat sie voll die beschissenen Dinger hier ausgerüstet. 30.000, Alter. Aber Problem ist, je länger die Kämpfe dauern, desto schwächer wird sie irgendwie, habe ich so das Gefühl. Weil sie ist eigentlich nur stark, weil sie irgendwie ihre Ultimate voll schnell einsetzen kann, ne? Sie bekommt irgendwie schon 6 Punkte, ja. Schon am Anfang des Kampfes, aber dieser Kampf wird schon wieder ewig dauern, ne? Mach mal dich. Damit du eine Agility-Dings hast. Ich weiß gar nicht, ob das auch als Dings hier zählt, hier als Debuff. Ich glaube eher nicht, ne? Ja, jetzt muss ich zum Beispiel von 0 auf 9 jetzt wieder hoch, ne? Unten bei ihre Energie, ne? Die ist normalerweise am Anfang des Kampfes schon auf 6, ne? Weil einer ihrer passiven Sachen sind, ne? Da muss man eigentlich nur 3 Dinger hier bekommen. Also jedes Mal, wenn ein Gegner einen Debuff bekommt, wird's das, glaube ich. Und ich habe keinen anderen Charakter, der Debuff hat. Wenn ich Silberwolf dabei hätte, die könnte ja noch weitere Debuffs auf dem drauf packen, dann ja, gut, sie dauernd ihre Ultimate aktivieren können. So, boom. Feuerstück. Feuer war voll schwach. Warum war er jetzt so schwach? Ja, okay. Ja, komm. Geh kaputt. Okay, meine Fähigkeitspunkte reichen genau aus, ja. Also Archon wird eigentlich nur stärker, je mehr Charaktere sind, die irgendwie die was hier verbreiten, am Kampf teilnehmen, ne? Weil umso schneller erfüllt sich ihre Ultimate, so wie ich das verstanden habe. Oh man, warum bist du so stark jetzt auf einmal? Okay. Was mal. Zeit für die Pille. Bonk. Machen wir das noch ein. Ich weiß nicht, warum die alle von der IFK hier irgendwie was mit Geld zu tun haben. Ja, zu Basis ist auch irgendwie so Geld basierend irgendwie. Also ihre Angriffe und so. Weiß nicht, was damit auf sich hat. So, und das ist schon wieder Müll. So, da ist das Ding. Da. Will ich dann nur irgendwie dran kommen. Okay, ich habe noch nie so laute Fußstapfen gehört, ey. So, kann ich mich von hier aus, ja, guck mal hier. Ach, stimmt, ich muss von hier aus, genau.
glaube, ich muss erstmal wieder zurück. Mit einer. Und jetzt gehen wir. Na, jetzt bin ich immer noch hier. Ach, da ist einer. Boah. Also ja, ausschalten. Ich brauche euch ja nicht mehr. So. Den. So, kann ich den Gockel jetzt da rausziehen? Sehr erfreut. Ich. So, geh mal weg. Da ist noch einer. So, untersuchen. Irgendwo in der Nähe hörst du ein seltsames Tumult. Wie auch immer den Lärm verursacht, er ist riesig, leicht flüssig und vielleicht sogar ein bisschen betrunken. Die Geräusche scheinen von über dir zu kommen. Als du nach oben schaust, siehst du allerdings nichts außer eine leere Werbetafel. Was? Es ist, als würden über dir unsichtbare Träume schweben. Vielleicht bildest du ja es auch nur ein. Ich halt von unten. Weit. Hallo? Über mir, weit. Hier ist doch ganz eindeutig so ein blöder Gockel. Wieso kann ich den nicht rausziehen? Warum nicht? Muss ich jetzt das aktivieren? Ja, muss ich wahrscheinlich mit der. Ja, das ist nur das Schatztruhe, die ich da bekomme. Ah, okay, ich habe den Gockel da rausgezogen. Gar nicht. Gar nicht. Okay. So, kann ich hier schon wieder hochleveln? Habe ich genug Dinger? Na, no, fast. So, ich weiß nicht, warum ich den jetzt nicht da rausziehen kann, ne? Beschissel ist das. Okay. Lass ich mal hier runter porten, ne? Geht doch bestimmt, ne? So, 19 von 27. Hier sind noch 8 Thronen. Wo sind denn die alle? Alles klar. So. Da kommt hier rein. Ich muss halt Sonntag hier jedes Mal machen, wenn er irgendwie sein eigenes hier in die Ratskammer hier reingehen will oder was? Wo ist der Ausgang da? Ja, voll nervig, ey. Mr. T-Postman, ich hätte gerne einen Tee. Das habe ich am Vogel gehört hier irgendwo. Ich habe irgendwo ein Vogel, glaube ich. Ich habe es auch gehört, ne? Ne, ich höre nicht. Jetzt höre ich nichts mehr. Habe ich mir nur eingebildet. War vielleicht nur ein Betrunkener. Okay, dann muss ich mir ja noch mal aufs Screen irgendwann umschauen. Herausfinden, wie ich da mit dem Gockel da erledige. Viele Vögel habe ich eigentlich hier, das sieht man hier, ne? Ich habe 6 von 10. What? Dann fehlen ja noch ein paar. Na, kann man weiter, gut.
残念な気持ちになるな。サンデーはこの扉の奥にいる。これはもちろん。ま、覚悟が必要なのは彼の方だと思うけど。君の計画を話してみろ。計画なんてないよ。ただ臨機応変に動くだけ。人と交渉する時のカードは利益か恐怖。この二つしかないからね。君は本当に誠意というものを理解していないようだな。それ、僕の誠意が足りないってこと？わざわざ強調することもないだろう。僕たちは死を利用するんだから。妹が死んだ以上、あの男がじっとしていられるはずがない。これが恐怖だ。そして僕は彼のために殺人犯を捕まえる。彼は地位や立場が邪魔で自分ではできないけど、僕ならできる。これが利益だ。なぜ彼にはできないと言い切れる？そもそもわざわざ対立しているカンパニーの人間に頼んだりするか？理由なら単純なものさ。今回の殺人犯はファミリーの中に潜む裏切り者である可能性が高いからだ。君が以前矛先を向けたのはスパーク、あの巡回レンジャーだった。あれ、やっしょ、あれは口実だよ。Es auf sie verlassen。あの人は怪しかったから、誰かに牽制してもらう必要があったんだ。僕たちが行動するとき、視野の外の変数は少ない方がいいね。それに彼女が何者かを知る必要は、ね、僕の幸運が本物なら、彼女はきっと重要な駒になる。そして今回の件で僕を助けてくれる友達は多ければ多いほどいい。でも正直に言うと、殺人事件と彼女は無関係だと思う。僕の見解に変わりはない。きっとファミリーの内部で何か問題が起きてるんだ。そうじゃなきゃサンデーが水面下で私的な面会をセッティングすると思うかい？これは取り調べじゃなくて秘密の交渉なんだよ。見ていてくれ。ロビンの死をチップに自由と力を取り戻してみせる。最後にはこの美しい夢をひっくり返して最も盛大な死を作り出そう。この扉を通って勝利のチャンスが手に入るなら、たとえ可能性が限りなくゼロに近かったとしても迷う必要なんてない。そうだろ？このギャンブラーめ、何を根拠に自分が勝てると思ってるんだ。チップ3枚で十分。オールオアナッシングだ。ナッシング。Alles oder naschen。Okay, wow, das sieht ja schon danach Ende aus, ne? Muss aber auch noch das Ende aussieht. Ja, der Ende dieses Parts, ne? Gut, ich weiß nicht, wie lange das hier noch geht, ne? Aber ich werde jetzt einfach mal einen Feierabend machen für diesen Part, ne? Und dann sehen wir halt, ne? Außer da kommen noch irgendwie neue Gebiete und so, ne? Wir haben ja noch irgendwie unseren Hauptcharakter irgendwie gar nicht gespielt, ne? Habe ich so ein Gefühl. Deswegen kommt da bestimmt auch noch irgendwie was, ne? Zu dem besonderen Ballon von Stone Pavilion des Morgentors. Also ja, den ich abgeschossen habe. Aber ja, ich mache jetzt mal einen Schnitt hier, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Honkai Star Rail, ne? Viel, glaube ich, kommt jetzt hier nicht mehr, außer die Story geht noch sehr viel weiter danach. Was ich aber nicht weiß, ne? Also ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.